Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Pionier Daniel. Heute wieder am Start mit Goldwaschen. Und ich bin heute unterwegs mit Ralf. Ralf hat im Hintergrund gerade eine andere Stelle angeschaut, die war aber jetzt weniger erfolgreich. Deswegen kommen wir jetzt hier zurück an eine neue Stelle. Da probieren wir das auch gleich mal aus und schauen mal, was wir hier so finden. Ja, erzähl mal, was du alles schon hast. Ja, ich glaube, ich bin schon seit 2 Stunden hier. Gefühlt dreimal fast ins Leben gekommen. Oben an den Stromschnellen. Es ist einfach viel zu gefährlich, vor allen Dingen alleine. Und das Wasser ist schon viel zu hoch und viel zu stark. Keine Chance gegen die Naturgewalt. Ich gebe also quasi auf und gehe jetzt etwas weiter runter, wo es ungefährlicher ist und wo man der Leiche schneller findet. Schauen wir mal einfach. Müssen wir ein bisschen prospektieren. Weiter unten war ich noch nicht gewesen. Ich denke mal, wir finden es auf jeden Fall. Wir finden es. Ich habe es heute Morgen rufen gehört. Da muss was sein. Okay, wir hauen jetzt mal die Rinne ins Wasser und dann schauen, was dabei rauskommt. Okay, viel Spaß beim Zuschauen. Heute soll der Haifänger mal zum Einsatz kommen. Aber ohne Pumpe. Also wir schaufeln hier oben rein und lassen es durchlaufen. Ja, also der Plan heute ist folgender. Hier oben auf die relativ flache Stelle kommt das Material drauf. Das wird dann mit der Hand aussortiert und mit einem Eimer Wasser durchgewaschen, dass es hier runterläuft, da rein. Und dann geht es da runter und zack rein. So, jetzt zeige ich euch mal hier meine Spezialausrüstung. Und passt alles wunderbar in meinen Rucksack rein. Und ich denke, so soll es sein, oder? Also am Anfang raushängen, abnehmen, hinstellen, das nehmen wir raus. Da mal da rein. Im oberen Bereich ist die Silikonmatte drin und danach kommt das Streckmetall. Und unten haben wir dann die Miracle Mate drin von Keen. Klar kann man die jetzt ausbauen, aber so genau wollen wir es ja gar nicht machen. Wenn man im Mining Moos, dass du da noch ein wenig ausspülst. Ja. Da hängt ziemlich viel drin. Den Kuchen mitbacken ist vieles mehr. Genau. Bitte nicht raus, mein Nee, also zerlegen macht man mal ganz zum Schluss, das braucht man vorher nicht machen. Ja. Es geht ja bloß darum, ob wir jetzt Spuren drin haben oder nicht. So, das war's. Rinne ist sauber, Rinne wird neu gestellt, Rinne steht. Ja, für euch hier gleich mal der Vergleich. Das hier ist die Midnight Blue von Goldblitz und das hier ist die Garrett Ball Trap. Das ist die mittlere Größe, es gibt da noch eine größere Waschpanne, die werde ich mal zu Weihnachten mal kaufen. Aber einfach, dass ihr mal hier den Farbvergleich habt, beide sehr schön, aber wenn halt weniger Umgebungslicht ist, dann schluckt die ziemlich viel Licht, ne? Deswegen Geschmackssache, muss jeder selber entscheiden, was er da macht. Okay, also halbe. Gucken wir mal, wer in seiner Waschpanne Glück hat oder wer kein Glück hat und ob wir beide Pech haben. Im ersten Schritt wird das Ganze geschüttelt. Dadurch setzt sich das Gold ab, der Sand kommt nach oben hoch. Und
Also ich habe ein großes. Ja. Kriege nicht mal, aber kein großes. Ja. Ja, also das erste Stück haben wir schon. Das bedeutet für uns, wir haben jetzt ja nur an der Oberfläche gekratzt, dass wir unser Suche da jetzt ein bisschen ausweiten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal was drin gehabt. Und jetzt wird es spannend, denn ab jetzt fängt die richtige Goldsuche an. So, eine weitere Verwendungsmöglichkeit für die Waschrinne hier ist, wenn man den Deckel hier vorne abbaut und hier Wasser einströmen lässt, dann kann man das Ganze natürlich auch mit Wasserfluss betreiben. Und das ist jetzt mein zweiter Abschnitt. Habe ich jetzt nichts drin, aber das nehmen wir mit. So, und Ralf hat hier, sag mal, da sind zwei, das ist ein kleiner. Wo hast du die jetzt hier? Hier sind im Bereich. Uferbereich. Welche Tiefe? Direkt oben drauf. Direkt oben drauf. Ja. Ja. Also die Geschichte mit der Tiefe, das ist so eine Sache. Auf der einen Seite, natürlich liegt in der Tiefe meistens mehr drin. Aber grundsätzlich liegt das Gold da, wo es liegt. Ne? Das kann genauso auf der Oberfläche sein. Also die Stelle, die ihr euch raussucht, die ist wahrscheinlich schon 50 Mal durchgegraben worden. Und von dem her einfach entspannt bleiben, suchen und wer sucht, der findet. Als nächstes kommt die Bavaria dran. Die steht hier bereit. Steht eigentlich ganz gut. Und ihr seht, ich habe immer so Steine rein, damit der Topf hier nicht wegschwimmt. Ja, die kann man dann so außen ein bisschen anhäufen. Dass die Rinne schön liegen bleibt. So, und jetzt geht's. Ab in die Bavaria. Handbagger. Ja, da bleibt ganz schön viel liegen an Steinen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, deswegen ziehe ich das Ganze mal vor. Hier der Vorteil am Vorsieben ist natürlich, dass die Rinne
leichter arbeiten kann. Ihr seht jetzt hier, die Bavaria, die hat jetzt bis auf das Eisen praktisch alles rausgefischt. Also diese ganzen roten Stücke, das ist jetzt hier alles irgendwas mit Eisen. Aber ob da jetzt im Endeffekt was drin ist, das werden wir gleich sehen, weil wir machen jetzt mal Clean Out. Zwei Stück. Dachte nehmen. Und wegsaugen. Und das Konzentrat nicht wegschmeißen, immer schön mit heimnehmen. Sonst schmeißt man vielleicht noch bald weg. Ja, wir haben jetzt unseren Standort verlagern müssen, weil unser letzter Standort leider ein bisschen trocken gelaufen ist. Also da war vom Goldsuchen her nicht mehr viel zu holen. Heute geht es ja auch um die Frage, welche Ausrüstung ist eigentlich die praktischste im Bach. Und ihr habt ja vorhin gesehen, meine Kombination aus der Waschschüssel und den Sieben in Kombination mit dem Eimer, die passt ja wunderbar zusammen. Die passt natürlich auch perfekt in so einen Rucksack rein. Aber ergänzt wird das Ganze erst mit der richtigen Waschrinne. Ralf zum Beispiel, der nutzt ja die Bavaria. Die Bavaria lässt sich zusammenstecken und in den Rucksack reinpacken. Ist manchmal ein Vorteil, vor allen Dingen, wenn man weitere Anreise hat oder größere Strecke zum eigentlichen Bach zurücklegen muss. Wenn man natürlich direkt daneben parken kann, das ist nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt hier die dritte Variante der Keen Waschrinne von Minimax. In dem Fall wird sie jetzt betrieben mit hier dem Trichter. Und das Ganze wird direkt beschaufelt, also zack rein. Hier haben wir drin die Silikonmatte, Mining Moos und dann die Miracle Made. Und ich mache das üblicherweise so, ich suche mir praktisch so einen größeren Stein aus, lege dann da die Rinne drauf, richte sie als nächstes dann aus. Und die Steine, die ich aus dem Loch rausgrab, die kommen gleich hier als Damm dann rum drauf. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und baue extra einen Damm und setze dann die Rinne, sondern ich setze die Rinne und beim Schaufeln entsteht praktisch der Damm. So spart man sich natürlich wertvolle Zeit. Ob es was bringt oder nicht, sehen wir dann, wenn wir ein Clean-Out machen. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Ralf und ich suche auf diesem Wege nette Goldflümchen. Ja. Ich hab tatsächlich noch eine Stelle hier gefunden, wo noch Leben ist, ein bisschen.
Ja, dann sag den Zuschauern doch mal, was toll ist hier, wo man denn bis jetzt hier das Gold finden kann. Wo es toll ist? Ja. Eigentlich überall, ne? Muss man richtigen Stellen finden. Also, wenn man hier auf die Limmschicht runterkommt, oder sehr anstrengend, wie man merkt, dann hat man ja schon die halbe Miete. Wenn dann auch Eisenstein da ist, Grundgestein haben wir hier sehr schnell, also auf dem Grundgestein, hier ein bisschen was absaugen. Da wird noch was zu finden sein. Ne? Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich noch nicht war. Ich habe tatsächlich noch mal was Lehmhaltiges gefunden. Beziehungsweise ausgegraben. Da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl. Dann zum Beispiel das Konzentrat auch nochmal sieben, wenn man möchte. Was mir natürlich in der Kienwaschrinne hier so gut fällt, ist, dass die einfach alles an der Rinne dran hat und da nichts verloren geht. Ne?
Das hier ist alles fest ringschraubt. Man kann die jetzt so wunderbar mit sich mitführen. Ne? Und sie in Windeseile zum Highbanker umrüsten. Außerdem passt natürlich meine kleine Inspektionsrinne perfekt hier rein. Und die Schaufel auf. Alles in einem Stück. Und? Lisch. Schauen wir mal. Eisenstein, Eisenstein. Da drunter, was da liegt, das ist alles mein. Da ist noch was hier. Ja. Ich sehe schon. Du machst alles durcheinander. Ich mach's kaputt. Du machst kaputt. Da war ja was in der Mitte. Ja. Da war einer. Was machst du da? Okay, ich hab festgestellt, das kann ich jetzt nicht leiten. Jetzt fange ich wieder bei 0 an. Ne, 2 sehe ich noch. 2 da? Hm? Ja. Mhm. Oder da oben. Mhm. Sie sehen nicht viel. Dahinter noch einiges. Vorsicht. So. Wieder geht ein Tag beim Goldsuchen zu Ende. Wir haben ein bisschen Gold in der Pfanne. Wir hatten heute viel Spaß. Es war arschkalt, wir haben uns die Hände abgefroren. Das war lustig. Gott sei Dank habe ich 4 mm Neopren an. Sonst hätte ich den ganzen Tag hier mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, ein Like. Ja. Ansonsten immer gut Gold in der Pfanne, bleibt gesund. Noch einer. Mhm. Zack. Und tschüss. Ciao. Finger hoch. Mexiko.